Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg. Ich begrüße unseren Cheftrainer Edin Terzic und bitte um eure Fragen. Das ist Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, Edin, du hast das schwere Spiel ja vorher eigentlich schon erwartet und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Vor allem die Anfangsphase hat uns sehr überrascht, wie druckvoll und wie hoch Wolfsburg gepresst hat. Wart ihr auch überrascht davon? Nee, wir waren nicht überrascht, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, Wolfsburg hat davor ein Spiel erst verloren in dieser Saison und das dann halt auch noch in München und das auch noch unglücklich. Also wir wussten von Anfang an, dass es sehr, sehr schwer wird und wir haben uns das Leben auch selbst schwer gemacht. Also in der Anfangsphase, so die ersten 7, 8 Minuten, passte es noch nicht von der Passqualität. Wir haben den einen oder anderen Fehlpass gespielt und dann hatten wir auch noch nicht die Aggressivität, die es dann braucht gegen so einen Gegner, um vor allen Dingen dann im Zentrum zuzupacken. Und da hatten sie nicht nur, dass sie uns gepresst haben, sondern die hatten dann halt auch sehr, sehr viel Ballbesitz und wir haben den Zugriff nicht gehabt dann in der Anfangsphase. Aber was uns dann gelungen ist, nach 10 Minuten den Schalter so ein bisschen umzulegen und ab da hatten wir das Heft in der Hand, waren dann gut im Ballbesitz, haben es dann halt auch geschafft, gute Torchancen zu kreieren, hätten dann mit Marco Reus, hört ihr mich noch? Alles gut. Ja, mit Marco Reus und die Chance von Jadon Sancho dann auch zur Pause schon führen können. Ja, und dann sind wir eigentlich ganz gut in die zweite Halbzeit gestartet, wo wir dann wirklich sehr dominant gespielt haben. Die Räume waren gut besetzt, wir haben die Pässe scharf gehabt und dann haben wir auch verdient die Führung erzielt. Und dann haben wir ein bisschen zu lange gewartet für das 2:0. Das hätten wir auch vorher machen können, aber wir sind natürlich rundum zufrieden, weil es war eine sehr, sehr schwere Aufgabe heute. Gibt es weitere Fragen? Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Hallo Edin, dein Kollege Oliver Glasner hat gerade gesagt, oder hat gerade natürlich aus seiner Sicht lobend hervorgehoben, dass Wolfsburg 21 Torschüsse hatte. Heißt das auf der anderen Seite, dass eben da bei euch noch ein bisschen Arbeit zu tun ist, dass man da etwas sicherer stehen muss? Weil einige dieser Torschüsse und Torchancen waren ja durchaus auch hochkarätig. Ja, nochmal, Wolfsburg ist eine gute Mannschaft und dass man nicht alles verteidigen kann, ist auch klar. Wir werden aus dem Spiel natürlich auch wieder Themen mitnehmen, unter anderem halt dieses Thema. Was man aber dazu sagen muss, in nahezu allen anderen Statistiken waren wir sehr, sehr dominant. Beispielsweise habe ich mal auf die Anzeigetafel geguckt, da stand es, glaube ich, 9:1 Ecken. Und was man halt sagen muss, die Torschüsse waren oft nach Flanken, der zweite Ball und sie waren so ein bisschen so hohe Bälle, die abgewehrt wurden, wo sie dann aus dem Rückraum nochmal zum Abschluss gekommen sind. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen besser sein, aber wir haben uns versucht, dann jeden Ball zu werfen, jeden Ball zu blocken, die Flanken zu blocken und das war halt gut. Das sind die guten Themen, die wir mitnehmen, aber das andere wollen wir natürlich reduzieren. Ja, die nächste Frage kommt von Patrick Kleinmann. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen im Kreise der Journalisten rund um den BVB. Neuer Kollege, bitteschön. Ja, besten Dank. Grüßen die Runde und schön, dass wir uns zumindest virtuell kennenlernen können gerade. In der ersten Halbzeit hat ein Spiel Dortmund meiner Meinung nach auch ein bisschen tiefer gefehlt, auch wenig Gefahr über die Außen. Lag das nur daran, dass Wolfsburg das gut zugestellt hat und nach dem ersten Überspielen der ersten Linie gut zurückgerückt ist oder hat da auch ein bisschen Tempo, Kreativität bei Dortmund gefehlt Ihrer Meinung nach? Ja, sie haben uns sehr hoch angelaufen und wir haben es versucht, dann spielerisch zu lösen. Das ist uns auch gut gelungen, aber dann fehlte ab und zu mal die richtige Entscheidung, wann wir dann dazwischen spielen können. Und wir hatten dann die Möglichkeit halt oft, besonders über Marco Reus, der war dann so zwischen den Linien sehr oft anspielbar, den haben wir nicht gefunden, ihn anzuspielen, beziehungsweise halt den tiefen Ball auf Erling oder auf unsere Flügelspieler zu spielen. Immer wenn wir es getan haben, waren wir sofort gefährlich. Entweder hatten wir da eine Torchance oder wir haben eine Ecke bekommen oder halt einen Freistoß bekommen. Das war ein Thema in der Halbzeit, das haben wir angesprochen und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch verbessert. Und ja, Tiefe tut immer weh. Also die Breite macht den Gegner müde, Tiefe tut immer weh und da muss man halt eine gute Balance finden. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann doch, jetzt geht die Hand noch hoch. Dann nehmen wir noch eine Frage mit. Sebastian Wessling, bitte. Ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, zur zweiten Halbzeit so ein kleines bisschen umgestellt, euch ein kleines bisschen aufgestellt. Was war letztlich der Schlüssel, dass es da dann auch besser geklappt hat als in der ersten?
Ja, in der ersten Halbzeit waren wir einfach zu weit auseinander, um vorne Druck auf den Ball zu bekommen. Also besonders in der Anfangsphase, und das wollten wir dann korrigieren. Wir wollten die Abstände klein halten, dass die Wege dann halt auch besonders für Erling nicht zu weit sind, wenn die Innenverteidiger so breit auseinander stehen. Und das haben wir dann ein bisschen korrigiert. Das haben die Jungs halt gut umgesetzt, und das war der Schlüssel in der zweiten Halbzeit, um mehr Druck auf den Ball zu bekommen. Aber dennoch ab der 8. Minute waren wir immer gut, wenn wir den Ball verloren haben. Wir waren sehr aggressiv, wir haben versucht, den Ball so weit wie möglich fernzuhalten von unserem Tor. Das ist uns gut gelungen, das war halt auch in der ersten Halbzeit schon gut, aber das eine funktioniert nicht ohne das andere. Deshalb, es war wichtig, dass wir sie sowohl vorne anlaufen und weit weghalten vom Tor, als auch sofort die Reaktion zu zeigen, wenn wir den Ball verlieren, dass wir sofort da sind und sofort den Ball zurückerobern. Und das war einer der Schlüssel dafür, dass wir heute das Spiel gewinnen konnten. Ja, dann vielen Dank den Journalisten, vielen Dank Edin, euch allen einen schönen Abend noch, bis dann, tschüss. Wir sind raus. Ist was? Ja. Okay.